Der Tote heißt Tobias Riechler, ist 36 Jahre alt, Architekt. Dem Opfer wurde außerdem der rechte große Zeh entfernt. Es war nämlich kein gewöhnlicher Zeh. Der rechte große Zeh wird auch als der Freudenzeh bezeichnet. Der ist aber lang. Er war in einem geosensitiven Datingportal unterwegs. Er nannte sie immer seine Schafe. Es war seine Ausstrahlung. Diese Männlichkeit. Außerdem sprach die Frequenz seiner Damenbekanntschaften für Herrn Riechlers außerordentliche Potenz. Doc, Sie meinen, das könnte eine symbolische Kastration gewesen sein? Es gibt das Ritual des Ehrenlaufs. Der Vorderlauf wird abgetrennt und dem würdigsten Jäger als Trophäe überreicht. Hat denn der Herr Riechler auch was geschossen? Eine führende Bache. Ihn hätte auch eine Bestrafung erwartet, aber nicht die Todesstrafe, was jetzt darauf anspielt. Wer war der Architekt Ihres Mannes? Gab es da irgendwelche Unstimmigkeiten? Nein. Hey, ich habe Modelle gebaut und Zeichnungen gemacht. Was bei Tobias im Bett passiert, hat mich nicht interessiert. Ich habe eine Datei entdeckt, in der er seine Frauen bewertet hat. Das geht von kalter Ente bis brumpftige Ricke. Er ist gekommen, um es mir ins Gesicht zu sagen. Die kalte Ente? Weil er mich behandelt hat wie Müll, als er sein Museum sicher hatte. Sind Sie mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung einverstanden? Was wollen Sie denn an mir erkennen? Was haben Sie denn dafür bekommen, dass Sie die klare Wahrheit noch nicht sagen? Lassen Sie mich raten.